Brüder und Schwestern in Christus, ich weiß nicht, ob ihr euch schon einmal gefragt habt, wie es da war, was Johannes hier im Evangelium beschreibt. Also wie Jesus in diesen verschlossenen Raum kam. Also die Jünger sind versammelt irgendwo, wo sie auch Furcht haben, also Angst haben vor dem, was draußen ist. Sie haben sich eingesperrt, die Türen sind verschlossen und es kommt Jesus zu ihnen. Es gibt so gescheite Erzählungen darüber, wie das zustande gekommen ist. Manche Theologen sagen dann, der auferstandene Jesus, der ist ganz anders. Sein Leib ist auch anders. Anscheinend kann er auch durch Wände gehen, weil er durch diese verschlossenen Türen kam. Mag stimmen, steht aber nicht wirklich so im Evangelium. Es steht nur, dass Jesus zu den Jüngern kam. Und vielleicht hat er einfach den Schlüssel für diesen Raum oder er hat die Tür eingetreten oder er hat sich einen anderen Weg in diesen Raum gefunden. Es ist immer so, dass, also das ist auch in meiner Nachfolge, dass ich mir Dinge vorstelle, wie diese theologischen Deutungen des Auferstandenen, dass sein Leib ganz anders ist, als wir uns das vorstellen. Man interpretiert da etwas hinein, was vielleicht stimmt, vielleicht auch nicht. Aber er verliert den Blick für das Wesentliche in der Nachfolge. Und so ist es mit dieser Erzählung über den Thomas und über die Jünger, die Furcht haben. Weil zuerst haben wir die Jünger, die dort sind, in dem Raum, wo Jesus da reinkommt. Und das ist ein Raum voller Angst und Furcht. Und für Jesus ist es kein Problem, da hineinzukommen, ob es die verschlossenen Türen sind oder die verschlossenen Herzen der Jünger. Und auch bei Thomas ist es so, Jesus stört sein Unglaube keineswegs. Er tadelt ihn nicht einmal. Du hast nicht geglaubt, sondern er sagt ihm einfach, weil du mich gesehen hast, glaubst du und passt. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Wegweiser dafür, wie wir als Christen leben sollen, was wir in diesem Evangelium berichtet bekommen. Weil anscheinend schert sich Gott nicht um unsere Befindlichkeiten so sehr, wie wir es vielleicht gerne hätten oder wie wir es glauben. Gott ist es ziemlich wurscht, dass seine Jünger da Angst und Furcht haben. Ihm ist es wurscht, dass der Thomas nicht glauben kann. Ihm ist es ziemlich egal, dass der Petrus eine große Klappe hat, aber naja, nicht wirklich das Durchhaltevermögen und so weiter und so fort. Bei jedem seiner Apostel gibt es da Mängel, bis auf den einen, von dem Johannes berichtet, wahrscheinlich er selbst. Nur einer der Jünger blieb unter dem Kreuz stehen. Das haben wir in den Evangelien berichtet. Alle anderen sind weg, aus Angst oder sonst was. Und es geht nicht darum, dass Gott egal ist, wie wir uns fühlen, sondern wenn ich sage, er schert sich nicht um unsere Befindlichkeiten, dann bedeutet es für mich vor allem, dass in das, wo wir etwas als Hindernis in unserer Nachfolge sehen, überhaupt nicht daran hindert, zu uns zu sprechen. Wir haben in der zweiten Lesung aus der Offenbarung des Johannes den Anfang gehört, wo Johannes beschreibt, ja, eine Stimme hat ihm eingegeben, er soll alles niederschreiben, was er hören wird. Das ist der Heilige Geist. Und was er dann niederschreibt, ist äußerst verwirrend. Weil, wenn ihr mal die Offenbarung des Johannes liest, da braucht man schon auch ein bisschen, ziemlich viel Hintergrundwissen, um zu kapieren, was er da schreibt und warum er so schreibt, wie er geschrieben hat. Sonst muss man sich denken, der hat irgendwelche Drogen genommen, als er das geschrieben hat, weil so unverständlich ist die Offenbarung des Johannes. Und nicht nur das, dass er es niederschreiben soll, also es ist nicht nur für seinen privaten Gebrauch, er soll es noch zu den Gemeinden schicken. Nach außen, er muss sich auch bloßstellen in dem, was er geschrieben hat. Und Gott interessiert überhaupt das nicht, wie er vor den anderen Gemeinden dann aussehen wird, sondern er sagt ihm, das ist das Wort Gottes, schreib es nieder. Auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch ist, was du da niederschreibst,
Egal, schreib es, es ist wichtig. Und schicke es an die Gläubigen. Und Johannes macht das. Und das ist das Entscheidende, was Johannes macht, was die Jünger Jesu machen. Sie lassen sich auch nicht, also sie bleiben auch nicht bei diesen Hindernissen, diesen Äußerlichkeiten, die vielleicht wirklich manchmal das Kommen Gottes in unser Leben verhindern können. Das ist nicht so, dass wenn du Angst hast, das wurscht ist für deine Nachfolger. Stimmt nicht. Aber für Gott ist es ziemlich egal. Und ihn hindert das überhaupt nicht daran. Das sieht man am Thomas, dem Apostel auch. Wir wissen es aus den späteren Erzählungen und aus der Tatsache, dass auch dort Christen sind, dass er bis nach Indien vorgedrungen ist. Also, dass man ihn als den ungläubigen Thomas bezeichnet, mag schon stimmen. Er konnte in diesem Moment den Glauben nicht schenken. Aber Gott hat das nicht daran gehindert, ihn bis nach Indien zu schicken, dort Gemeinden zu gründen, die Jahrtausende überdauert haben. Also die Christen, die sich auf den Apostel Thomas berufen, sind immer noch in Indien. Das ist keine kleine Kirche. Und auf so etwas kann Gott bauen. Also ihm ist es wirklich egal, ihn hindert es nicht daran, wie, also unsere Befindlichkeiten hindern uns nicht daran, sein Wort in Tat umzusetzen. Und für die Nachfolger bedeutet das jetzt ganz konkret, lass dich von deinen Gefühlen nicht abhalten. Oder davon, wie andere Menschen sind, oder sonst etwas, wie das Wetter ist, was andere über dich sagen, was du dir denkst über das, wozu dich Gott einlädt. Lass dich davon nicht so beeinflussen, dass du sein Wort nicht mehr hören kannst und nicht das tust, wozu er dich ruft. Manchmal muss man die Zähne zusammenbeißen, wie es vielleicht der Johannes machen musste, als ihm diese Offenbarung eingegeben wurde. Und einfach das tun, was Gott von einem verlangt. Und er schreibt es nieder, schickt es an die Gemeinde, egal was dann passiert, was sie sich über ihn denken oder was die folgenden Generationen sich über ihn denken werden. Ich kenne es noch aus meiner Familie, hat mir mein Vater einmal gesagt über das Evangelium des Johannes, den Anfang, wo es steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und so weiter und so fort. Er hat gesagt, das ist ja Kauderwelsch, das kann kein Mensch verstehen. Gott hindert das nicht, dass wir manche Dinge nicht verstehen können. Und ich sage es euch auch von diesem Ort aus, auch wenn wir heute das Glaubensbekenntnis sprechen, keiner von uns versteht wirklich, was wir da bekennen. Und trotzdem ist es notwendig für meine und deine Nachfolge, dass wir aufstehen und in der Gemeinschaft der Kirche das zum Ausdruck bringen, was unser Glaube ist, auch wenn wir es vielleicht nicht in Einzelheiten nachvollziehen können. Weil Gott uns dazu einlädt, weil er uns zu dieser Gemeinschaft, die wir jetzt haben, ruft, weil er unsere Stärke ist, er ist der Stein, auf den wir bauen sollen. Also meine große Einladung an euch, lasst euch von diesen Befindlichkeiten, von den Äußerlichkeiten nicht so sehr beeinflussen, dass ihr nicht mehr das Wort Gottes hört, dass ihr den Mut verliert, das in die Tat umzusetzen, wozu er euch ruft. Das ist immer schwierig, das weiß ich selber, wenn man den Willen Gottes erkennt, das in Tat umzusetzen. Und mein Rezept dafür ist einfach, mach es, denk nicht so viel darüber nach. Es ist nicht immer förderlich, diese Haltung, aber meistens funktioniert es sehr gut. Weil wenn wir zu viel nachdenken in der Nachfolge, schalten wir unser Herz aus. Und dann würde es so passieren, wie es bei Thomas nicht passiert ist. Er konnte sich auch nachdenken, das war ganz schlimm, Jesus war da, die erzählen das, ich kann es nicht glauben, aber dann gehöre ich hier nicht irgendwie zu der Gemeinschaft. Er könnte sich in diesen Gedanken verfangen und er würde dann nächste Woche nicht zu dieser Gemeinschaft kommen und Jesus nicht begegnen. Aber er hat auch sein Herz gehört, er wusste, sein Platz ist dort bei den Aposteln, da wo Jesus kommt in die Mitte, da möchte er sein, er ist hingegangen, er ist Jesus begegnet, er ist bis nach Indien gegangen. Dort hat er sein Leben
für uns, für die Christen, für den Glauben gegeben und auf ihn bauen, auch sehr viele heutzutage. Das kannst auch du.